Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ticket Light Plus. Ja, in der siebten Staffel Folge 3. Folge 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ach ja, was soll man sagen, ne? Ist ganz schön krass, oder? Theoretisch hätte ich natürlich... Oh, guck mal, jetzt haben wir endlich Osmium. Ist das Osmium? Bitte sei Osmium. Ich bin natürlich voll. Ich bin knackenvoll. Hau mal die Miniumsteine weg, die braucht eh keiner. Können wir tatsächlich mit Stein abbauen, ey. Hätte ich mir die Eisenspitzhacke theoretisch sparen können. Aber ist jetzt auch egal. So, jetzt dies da haben wir jetzt nämlich genug Osmium. Wenn ich schlau bin und das, der Sertus-Quarz reicht, dann könnten wir theoretisch gleich auch... Guck mal, hier haben wir noch mehr, falls es nicht reichen sollte, könnten wir theoretisch gleich auch mal so einen Grinding Stone machen. Der Sinn davon ist ja eigentlich ganz leicht. Ich hoffe nur, dass das... Ach du Kacke, ich glaube, das ging hier noch gar nicht. So ein Kack. Konnten wir das hier mit dem Grinding Stone schon machen? Ich gehe erstmal raus, wir haben hier schon ganz gut gefarmt. Draußen ist mittlerweile bestimmt wieder Nacht, ja? So, diese Kuh hier, die kommt auch nochmal mit. Oder auch nicht. Scheiße, was werfen wir jetzt weg? Indigo Flowers. Schön und gut, aber die brauchen wir jetzt nicht. So, draußen ist wieder Nacht. Jetzt müssen wir wieder aufpassen hier. Es wäre schön, nochmal eine Spinne zu erwischen, weißt du? Komm schon, Spinni, Spinni, Spinni. Hab ich ihn angeguckt? Nee, gut. Spinni, Spinni, Spinni. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, hier sind wir halbwegs sicher. Ich leuchte das nochmal aus und da habe ich ein Skelett gehört und das Ganze, und da ist auch ein Creeper und dann habe ich das Ganze auch schon wieder verworfen. Tschüss. So, pass mal auf, wir werden uns als erstes jetzt mal eine Truhe bauen. Scheiße, jetzt kommt das Skelett angerannt, ey. Oder auch nicht. Ne, sieht so aus, als wäre das hier irgendwo hinter. Das ist ja erstmal halbwegs, zu verkraften. So, pass mal auf, das legen wir hier mal rein, die vier Eisen legen wir hier mal rein, den Quarz, das legen wir hier rein und Uranium-Ohr. So, wie machen wir uns nochmal einen Quarz-Grinding-Stone? Oh, da kommt schon der erste neue Kandidat. Ah! Ich habe mich zu weit gedreht. Und ich wundere mich, warum das auf einmal so komisch war. So, guck mal hier, Monster-Drops haben wir ja auch. Rohes Rindfleisch könnten wir zum Beispiel einfach mal ganz schnell braten. Pass mal auf, wir brauchen ja vier, ne? Pack ich vier da mal rein. So. Flexseeds könnten wir mal auch nutzen, will ich jetzt aber nicht. So, eine Wolle haben wir auch schon mal, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Wolle. So, pass mal auf, wir wollen einen Quarz Grinding Stone machen. Den machen wir aus drei Quarzdust. Oh. Wie viel haben wir? Einen. Okay, dann hat sich das Ganze auch schon wieder erledigt. Weißt du, ich dachte, probierst du das aus Osmium dann damit zu braten? Ach, guck mal, hier haben wir auch noch. Also Appetit haben wir auf jeden Fall genug. Den kann man schön leveln, wenn man denn will. Brauchen wir aber ehrlich gesagt noch nicht. Wobei ich irgendwann ja dann auch ein Glückbuch haben will. Ach, guck mal, wer da wieder ankommt. So, was haben wir hier unten gehabt? Diverse Erze, aber nicht das, was ich gerne hätte. Na gut. Ja, dann müssen wir das erstmal kurz verwerfen. Und ich... Ah, oh, was willst du, Alter? Sag mal, das ist echt krass mit den Creepern anfangs, wie viele da einfach ankommen. Oder das fällt mir einfach nur... Das fällt mir jetzt einfach nur deswegen auf. Verdammt, mach mal ein Schwert, mach mal ein Schwert. Schaffe ich das, schaffe ich das, schaffe ich das? Oder das fällt mir nur deswegen auf, weil ich die früher einmal weggekloppt habe wie sonst was. Und jetzt, wo es wieder ein bisschen schwerer geworden ist, jetzt achtet man da so ein bisschen mehr drauf. So, ich habe ja in der letzten Folge, genau das ist die Sache, wo ich ehrlich gesagt noch nicht so mit zufrieden bin, wenn ich die Folgen cutte, dass ich dann wieder diesen Lauf verliere, wenn ich mich überhaupt erstmal wo eingeredet habe. Letzte Folge haben wir mal drüber geredet, was wäre, wenn, nee Quatsch, nicht was wäre, wenn, sondern wie das tatsächlich ist mit der Entwicklung der Oberflächen und sowas und dass die Tendenz immer weiter in Richtung Faulheit und Simpelheit geht und sowas und ja, aber im Prinzip braucht man da auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Pass mal auf, hier könnte man das super machen. Ich werde jetzt, sagen wir mal, hier Dreck setzen. So. Ja, das war's dann auch schon. So, pass mal auf und dann machen wir Folgendes. Jetzt muss ich mal überlegen, woraus macht man denn am besten eine prima Hauswand. Weißt du, ich möchte diesmal mal so ein bisschen...
Was? Oh, Entschuldigung, das war jetzt mein Mikro. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Ich bin da so gegen geprellt. Was könnte man denn sonst so als Baumaterialien nehmen? Ich könnte die natürlich kochen, weißt du? Zum Beispiel einfach einen halben Stack Cobblestones nehmen und dann einfach viel Kohle reinschmeißen und die mal eben zu Steinen machen. Und währenddessen baue ich einen Ofen, den ich nicht bauen kann, weil uns jetzt Cobblestones fehlen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich genau ich das machen will dann später. Ich werde jetzt hier erstmal ein paar Cobblestones abbauen. So. Das müsste erstmal reichen. Da haben wir ein paar auf Tasche und ich kann einmal nochmal einen zweiten Ofen bauen, damit das Ganze auch funktioniert hier. Immer noch will ich ziehen, ey. Ob ich mich da irgendwann noch dran gewöhne? Ich glaube nicht. So, hier sieht es noch relativ sicher aus. Hoffen wir, dass das so bleibt. Ich bin schon paranoid hier. So, pass mal auf, wir machen uns mal 4 Osmium. Reicht für eine Schaufel und eine Spitzhacke, das ist doch schön. So, dann kann ich die Steinschaufel mal eben verdaddeln. Hab ich da gerade einen Creeper gesehen? Ne, gut. Aber da hinten ist einer. Dann müssen wir mal eben gucken, wo ich jetzt Erde abbaue, ohne dass es blöd aussieht, weißt du? Erstes Steinschwert auswählen. So. Und dann graben wir uns hier mal ein bisschen in den Dreck rein. Dreck. La 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 la. La 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 la. Dreck. So. Ob man es glaubt oder nicht, weil es Modpacks angeht, Tacket Classic. Weißt du, Tacket Classic scheint immer noch richtig, richtig kacken beliebt zu sein. Weil die Tacket Classic Tutorials von mir, die kriegen tatsächlich noch mit am meisten Views. Das glaubt man gar nicht, oder? Ist aber so. Weil wenn ich mir immer so die Analytics angucke, weißt du, auch ich will hin und wieder mal wissen, was jetzt die Leute begeistert, was sie gut finden und was nicht, damit ich mich auch halbwegs mal dran richten kann. Weil natürlich mache ich, was mir Spaß macht. Dennoch kann man ja versuchen, das zu verbinden, wenn es denn möglich ist. Und das ist immer so eine Sache, die ich versuche. Zwar klappt das nicht immer so, wie ich mir das wünsche, aber dennoch ist das schon ganz cool. So, wir haben Steine und die will ich jetzt mal benutzen hier. Ich überlege nur, ob ich das Ganze mal etwas anders mache. Einfach nur Steine, schön und gut. Was nehmen wir mal an, was wäre, wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5. So. Haben wir 30 Steinstufen. Das Ganze jetzt mal so mache hier. So, pass mal auf. Nein, da habe ich mich schon verbaut. Ach, ich weiß jetzt auch, warum hier so viele Endermen spawnen. Ich wundere mich die ganze Zeit, hä, warum sind denn hier ständig Endermans? Ganz simpel, hier die ganzen Rifts, die hier rumfliegen, ey, die, nee, wie die auch auf den Sack gehen. Guckt euch das einfach an hier. Ich hoffe nur, dass die uns hier nichts kaputt machen werden. Genau das wird wohl der Fall sein später. So, pass mal auf, dann machen wir das mal hier so. Und dann machen wir das mal hier so mit Holzboden erstmal. Und dann bauen wir das Ganze mal hoch. Wo kriegen die denn hier Damage? Ich weiß, das Bauen davon, das dauert dann natürlich immer ein klein wenig länger. Weil du halt doppelt setzen musst, logischerweise. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich muss nochmal überlegen, wir wollen ja... Ich glaube, ich werde das Ganze hier noch etwas... Siehst du? Da sind sie schon weg. Ach du Scheiße. Wir müssen als erstes mal eine Enderperle farmen. Komm mal. Okay, das machen wir, wenn Nacht ist. Gut, pass mal auf, wir werden jetzt Folgendes tun. Ich werde mich jetzt hier mal irgendwo... Ach, guck mal hier, den kann ich mir mal eben knacken. Komm her, du. So, perfekt. Eine Enderperle, das ist das erste von Rezept. So.
Und dann müssen wir mal eben zusehen, dass wir hier irgendwie ganz weit runterkommen und, Achso, guck mal hier. Gar nicht gesehen. Oder gesehen und vergessen und ignoriert oder so. Guck mal, jetzt haben wir 2 Dust insgesamt, jetzt haben wir 3. Jetzt haben wir sogar mehr Dust, als ich brauche. So. Pass mal auf, wir bauen uns jetzt hier mal runter. Ich weiß, es ist auch wieder ein bisschen nervig, aber ich brauche jetzt mal Gold. In der Hoffnung, dass wir hier eine Höhle gleich finden. Oder halt noch mehr Cetus-Quarz, kann auch sein. Kann man vielleicht ja mal ein ME-System anstreben irgendwann. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das schaffen will. Das Ganze hier ist übrigens als Show angelegt, ne? Ich habe keine Ahnung, was genau das bringt und ob das jetzt irgendwie, eine Ahnung, Sonderpunkte oder so bringen könnte oder ob das jetzt irgendwie der Sache Relevanz zufügt. Ich habe keine Ahnung, ich wollte dieses Show-System von YouTube einfach mal austesten. Deswegen ist das jetzt sozusagen eine Show. Hat seinen eigenen Kanal sozusagen, wenn man so will. Wenn man nämlich auf die Show geht, dann hast du einen neuen Kanal, den du extra abonnieren kannst. Als wäre das hier so ein ganz anderer Kanal. Natürlich Videos auf meinem Kanal, aber dennoch so ganz speziell. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. So, pass mal auf, wir sind ja fast unten. Dauert nur noch einen Moment. Wir werden uns jetzt hier mal geduldig runterbauen. Geduldig, geduldig, meine lieben Freunde, geduldig. So. Hier haben wir Zinn. Und ich höre Zombies. So. Wir sind in Höhe. Wo steht das da? 25. Okay, das ist noch etwas zu hoch. Und da ist unsere erste Spitzhacke kaputt gegangen. Jetzt kann ich auch mal die Eisenspitzhacke benutzen. Aus einem ganz speziellen Grund, weil ich cool bin. Ja, weil ich cool bin. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich bin cool. So. Ja, Arsch, was? So, guck mal hier, was wir gleich haben. Jetzt haben wir hier gleich mal Emeralds oder was das ist hier. Saphire, grüne Saphire sind das hier. So. Waren früher Emeralds, aber dann kam die Minecraft-Version, wo sie die Emeralds wirklich zugefügt haben. In Minecraft, weißt du? Und dann mussten sie sich was anderes ausdenken. Tickle Classic dürften die aber noch dürften die ja immer noch Emeralds heißen. Also, ja. Wisst schon, ne? So, hier muss ja irgendwo ein Lava Lake in der Nähe sein. Ach, gucke mal hier, was wir hier gefunden haben. Direkt unten drunter. Und guckt mal da. Wie lange habe ich in Ticket Light Plus gebraucht, das zu finden? Und hier gleich in der dritten Folge einfach. Ironie, was? So, was wir brauchen, es ist alles schön und gut hier. Das können wir alles noch farmen. Was wir jetzt brauchen, ist Gold. Einfach nur Gold. Guck mal, da habe ich schon was gehört. Gut, hier haben wir jetzt kein Gold mehr. Das waren nur 2. Aber hier haben wir noch mehr. Hier ist vielleicht was drüber. Natürlich nicht. Oder hier drunter? Nein. Wir haben 4 Gold, das reicht auf jeden Fall. Guck mal, hier haben wir eine Art Uranium. Sollte ich vielleicht mal schnell abbauen hier. Du kriegst nämlich eine Art Verstrahlung, wenn du in der Nähe zu lange bist von dem Block. However, wenn du den selber abbaust, dann geht's. So, wir kommen wieder dem Folgenende in die Nähe. Ich möchte, oder? Nee, das mache ich in der nächsten Folge, müsst ihr halt warten. So, guck mal hier Nikolit, ganz viel Nikolit, als wenn ich das nötig hätte. Nicht weil wir, obwohl wir haben ja hier nichts, aber ich brauch's trotzdem nicht. Ihr wisst, wie das läuft. Ich könnte natürlich wieder damit anfangen, wie in Tech It Light Plus in den ersten 6 Staffeln. Oh, das war knapp. Beinahe bin ich da in die Lava gehüpft. Gehüpft, getippt. Aber ganz ehrlich, glaube ich, werde diesmal hier nicht so damit arbeiten. Das mit dem Fluss gefällt mir übrigens sehr gut. So, guck mal hier, den können wir auch nochmal mitnehmen hier, wenn wir so frei sind. So, setzen den einen Cobblestone
Und dann geht das Ganze wieder nach oben. Hier meine Fackel hier, damit uns hier nichts vor die Nase spawnt. Hier auch nochmal. Es ist mittlerweile Tag. Wieder wahrscheinlich, nehme ich an. Oder immer noch. Eins von beiden. So. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann hier mal die Rifts removen. Ne? Ciao.